Ein Postbahnhof ist eine Eisenbahnanlage zum Bi- und Entladen von Bahnpostwaggons und oder Güterwaggons mit Postsendungen. Ein Bahnpostamt ist hingegen eine Dienststelle, die sich mit der Zuordnung der ankommenden bzw. ausgehenden Sendungen zu den Fahrzeugen für die zutreffende Zielrichtung befasst. Als Postbahnhof, auch Bahnpostamt, werden Bahnhöfe bezeichnet, die nur dem Versand und Empfang von Postsendungen auf dem Schienenweg dienen. In Deutschland wurden bis 1996 die Postsendungen zu entfernten Orten gesammelt mit der Eisenbahn zu der jeweils nächstgelegenen Stadt oder Region befördert und von dort zu den individuellen Zieladressen verteilt. Zwischen größeren Städten mit entsprechend größerem Versandumfang wurden dazu Bahnpostwagen eingesetzt, die an reguläre Schnell- oder Durchgangszüge mit geeignetem Zuglauf angekoppelt wurden. Die Bi- und Entladung der Bahnpostwagen geschah dabei oft in eigenständigen Postbahnhöfen, die meist mit mehreren Gleisen und Verladebahnsteigen sowie entsprechenden internen Transportmitteln ausgestattet waren. In manchen Städten mit mehreren großen Bahnhöfen gab es auch mehrere Postbahnhöfe. So gab es in Berlin ursprünglich 5 Bahnpostämter, BPA, von denen 1935 noch 3 in Betrieb waren. 1. Die ersten deutschen Bahnpostämter entstanden bereits 1849 in Berlin, Breslau, Eisenach, Magdeburg und Köln. Seit 1852 sind sogar mehrere BPA in einzelnen Städten belegt, so in Hamburg, Berlin, Breslau, Köln und Leipzig. In den Zeiten hoher Postbeförderung auf der Schiene, zu der die Sendungen auf diesen Bahnhöfen und in den Zügen noch bearbeitet und sortiert wurden, hatten diese Anlagen umfangreichen Verkehr zu bewältigen. Insbesondere an den großen Eisenbahnknotenpunkten entstanden so Postbahnhöfe, die teilweise die gleiche Anzahl Gleise wie die benachbarten Personenbahnhöfe, Postbahnhof Leipzig, Bahnpostamt Hamburg-Hühnerposten oder eine geringfügig kleinere Größe hatten, Frankfurt-Main. Die Nachbarschaft zu Personenbahnhöfen ergab sich auch aus dem Bestreben, eine zügige Anbindung an die Fernverbindungszugläufe zu erreichen. Die Deutsche Post der DDR betrieb BPA in Berlin, Dresden, Erfurt, Halle, Leipzig, Ludwigslust und Magdeburg. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.